Flux FM in digitaler Gesellschaft. Sie hören die Morning Show am Nachmittag mit immer noch unausgeschlafenen Menschen. Jetzt bin ich am Mikrofon. Jetzt ist er mit plötzlich. Das finde ich gut. Alexander Sander von der digitalen Gesellschaft ist bei mir im Studio und wir quatschen über Upload-Filter im Prinzip. Der Kampf gegen terroristische Inhalte im Netz ist schon vor einiger Zeit ausgerufen worden. Gegen diese terroristischen Inhalte und Hate Speech im Netz soll nun global vorgegangen werden mit einer gemeinsamen Aktion bzw. mit einer gemeinsamen Regelung. Zumindest wenn es nach dem Willen einiger EU-Vertreter und der Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und Italien geht. Die sind nämlich vorangeprescht und wollen heute am Rande der UN-Vollversammlung in New York über die Ausweitung des sogenannten EU-Internetforums beraten. Bisher treffen sich in dem Forum Beamte der EU-Kommission und von Europäern mit 5 großen Internetkonzernen, um eben über freiwillige Maßnahmen der Unternehmen zur Bekämpfung terroristischer und anderer unerwünschter Inhalte im Netz zu sprechen. Wie die Ausweitung aussehen soll und warum das für den Rechtsstaat und für die Grundrechte alles andere als gute Nachrichten sind, darüber spreche ich jetzt eben mit dem Herrn Sander von der digitalen Gesellschaft. Tachchen nochmal. Hallöchen. Nochmal ganz von vorn. Okay, also lies nochmal vor. Das EU-Internetforum. Was hat es damit auf sich? Wer ist da dabei? Was passiert da? Ist das demokratisch legitimiert? Das sind so Fragen, die ich dir gerne stellen würde, gleich zu Beginn. Ja, na, geht ja direkt los. Also, pass auf, das EU-Internetforum ist ein Forum, was man vor ungefähr 2 Jahren gegründet hat. Und da hat man so festgestellt, dass es eben Probleme im Internet gibt mit Hate Speech, mit Terrorpropaganda und Ähnlichem. Und hat sich eben dann überlegt, wie man das da wegkriegt und wollte aber keine Gesetze auf den Weg bringen, hat deswegen erstmal eben so ein Forum gegründet. Da ist dann zum Beispiel Europol, also die Europäische Polizeibehörde mit dabei, aber eben auch diese Unternehmen, keine zivilgesellschaftlichen Akteure. Das Ding arbeitet intransparent, also nicht öffentlich. Und dann wird sich dort eben auf dieser Ebene ausgetauscht, inwieweit man irgendwie gegen solche terroristischen Inhalte zum Beispiel vorgehen kann oder Hate Speech oder was auch immer eben darunter gefasst wird. Das ist nämlich auch so ein Problem dieses Internetforums. Es gibt keinen wirklich ganz konkreten Arbeitsauftrag. Deswegen ist das alles, dadurch, dass es so schwammig ist, dann auch relativ schnell eben mal bei, wenn so ein aktuelles Problem wie Hate Speech oder Fake News auftaucht, dass das dann auch gerne mit eben in diese Gruppe da rein gekippt wird, dass die sich damit auseinandersetzen können. Und jetzt will man eben versuchen, dieses ultra intransparente Ding auch global am Laufen zu lassen und eben auszuweiten. Und deswegen versucht man jetzt in der UN eben hier einen Vorstoß zu wagen, dieses EU-Internetforum zu einem globalen Internetforum zu machen. Indonesien, Brasilien sind da zum Beispiel Staaten, die da großes Interesse haben, daran mitzuwirken, um dann eben durch privatisierte Rechtsdurchsetzung abseits von Gesetzen völlig intransparent eben Regelungen zu finden mit den Unternehmen, was für Inhalte wie entfernt werden sollen. Das heißt, hier sind wir im Prinzip schon im ersten Problemfeld angekommen. Die Organisation, die sich hier zu Hate Speech und der Sperrung solcher Inhalte äußert, ist intransparent gebildet worden und arbeitet eben auch intransparent weiter. Auf den zweiten Blick denkt man ja dann immer, oder auf den ersten Blick, wenn man solche Problematiken geschildert bekommt, denkt man ja immer, ist doch logisch, dass das gelöscht werden muss, die terroristischen Inhalte. Und vielleicht ist es ja gar nicht so blöd, wenn man noch bevor das Terrorvideo im Netz ankommt, da so ein Filter davor hängt und sagt, wollen wir hier nicht haben. Die Problematik, die existiert, liegt ja dann höchstwahrscheinlich wieder daran, dass es gar nicht so einfach ist, terroristische Inhalte zu unterscheiden von vielleicht Inhalten, die journalistisch brisant sind oder Inhalten, die vielleicht eben auch aus journalistischen Gründen durchs Netz gejagt werden. Genau, also es gibt ja auch immer wieder Fälle, dass eben Leute unter Terrorismusverdacht stehen, die überhaupt nichts mit Terrorismus zu tun haben. Da haben wir ja schon einige Sendungen uns mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es gibt eben auch terroristische Vereinigungen, damals zum Beispiel die Militante Gruppe in Deutschland, ein relativ bekannter Fall, die eben als terroristische Vereinigung eingestuft wurde und dann erst später eben als kriminelle Vereinigung eingestuft wurde. Und da ist natürlich dann schon die Frage, wenn eben eine Diskussion über so eine Gruppe zum Beispiel entsteht und dann werden zum Beispiel Inhalte nicht hochgeladen. Jetzt muss man jetzt diese Inhalte dieser Gruppe nicht unbedingt hochladen, aber es geht eben darum, dass dieser Grad festzustellen ist. Was ist illegal? Was sind terroristische Straftaten? Was ist offensichtlich rechtswidrig und so weiter und so fort? Das ist eben gar nicht so einfach, das immer festzustellen. Ja. Man denke zum Beispiel auch zuletzt eben an das Böhmermann-Gedicht, wo viele Juristen ewig lange darüber diskutiert haben, ist das jetzt rechtswidrig oder nicht. Und solche Entscheidungen werden dann halt eben privaten Unternehmen überlassen und eben nicht mehr Gerichten.
Und das ist natürlich hochgradig problematisch, wenn die dann auch vor allen Dingen noch mit, wir kennen das aus dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz aus Deutschland, mit starren Fristen dazu gedrängt werden, solche Inhalte aus dem Netz zu nehmen, also zum Beispiel offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen, ja, wo Juristen halt eben teilweise Wochen brauchen, um das eben tatsächlich eben auszustreiten, was ist jetzt rechtswidrig und was nicht. Und gleichzeitig sind aber eben jetzt, also Theresa May will vorschlagen, dass innerhalb von 2 Stunden solche Inhalte gelöscht werden. Wie das innerhalb von 2 Stunden gehen soll, das ist ja ein extrem kurzes Zeitfenster. Und es werden eben auch solche Upload-Filter diskutiert, also dass solche Inhalte gar nicht erst online gestellt werden. Und das natürlich will niemand solche Inhalte im Internet haben. So, die Frage ist, wie geht man jetzt grundsätzlich dagegen vor? Ja. Und wir sagen halt, also hier braucht es eben klare rechtsstaatliche Instrumente. Also wir brauchen zum Beispiel dringend sowas wie eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die auch einfach 24 Stunden am Tag arbeitet, solange wie das Internet eben auch offen hat. Ja, und dann eben hier Leute sitzen, die sich rund um die Uhr mit solchen Fällen beschäftigen, damit dann sowas auch schnell wieder verschwinden kann. Und eben auch Gerichte personell so auszustatten, dass sie dann rasch halt ein Urteil fällen können. Also man sieht das ja bei einem G20 zum Beispiel, das ist ja auch möglich, dass in Schnellverfahren Leute verurteilt werden. Warum soll das jetzt im Internet nicht funktionieren? Ja? Ja, und eine Gefahr, die ja auch besteht, und das ist ja dann fast schon eine Parallele zur Gesellschaft, in der wir leben, ist, dass eben aus Gründen der Angst Freiheiten eingeschränkt werden und dass die Gesellschaft und auch das, was an Wissen vorhanden ist und was man sich so reinziehen kann, das wird immer enger und immer engstirniger und so scheuklappenmäßig. Ja, und alles aus Gründen der Angst, also völlig keine vernünftig begründbaren Gründe. Ja, das sind oft so reflexartige Handlungen, dass man sieht ein Problem und will das jetzt irgendwie möglichst schnell lösen und denkt eben offensichtlich gar nicht so wirklich drüber nach, was denn die Konsequenzen sind. Darüber hinaus setzt man sich eigentlich überhaupt nicht mit den gesellschaftlichen Ursachen von solchen Problemen auseinander. Also wie kommen Leute zum Beispiel in solche Filterblasen, wo sie dann halt eben zum Beispiel einen rechtsradikalen Schwachsinn von sich geben. Bloß weil ich denen jetzt ihre Inhalte lösche, ist ja dann das Gedankengut nicht weg, was diese Leute halt mit sich rumtragen. Dann wird das einfach an irgendeiner anderen Stelle halt wieder rausgehauen oder einfach in irgendeiner anderen Form. Das Problem bei dieser privatisierten Rechtsdurchsetzung ist ja auch, dass ich eben nicht zu Verfahren gegen diese Leute komme. Weil wenn ich diese Inhalte gar nicht erst hochlade oder direkt wieder lösche, dann kommt es ja gar nicht zu einem Gerichtsverfahren, sondern die Leute sehen einfach nur, dass ihre Inhalte gelöscht sind und dann posten sie halt einfach wieder. Ja. Natürlich versucht man jetzt die gleichen Inhalte, die schon mal als zum Beispiel rechtswidrig erkannt wurden von den Unternehmen, dann durch Markierung zu verhindern, dass die nochmal hochgeladen werden. Also wir nehmen jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, ein Bild mit einem Hakenkreuz drauf, das wird dann halt sozusagen markiert, da gibt es einen Hashwert und dann wird gesagt, okay, dieses Bild, das haben wir jetzt schon einmal kategorisiert als gegen das Recht verstoßen, dann kann das gar nicht erst automatisch nochmal wieder hochgeladen werden, weil eben automatisch erkannt wird, dieser Inhalt war schon mal da. Was eben bei diesem EU-Internetforum entstanden ist, ist, dass dann diese Unternehmen miteinander kooperieren und diese Hashwerte miteinander austauschen. Das bedeutet, wenn ich das bei Facebook schon mal versucht habe hochzuladen, kann ich das danach auch bei Twitter nicht mehr hochladen, weil die halt diese Informationen austauschen. Mhm. Ne? Und sowas will man jetzt eben auf globaler Ebene einführen. Also das wäre dann halt im Grunde so, da sitzt dann vielleicht irgendein indisches Unternehmen mit ihrem Verständnis von Meinungsfreiheit. Das Hakenkreuz in Indien wird dabei durchgewunken. Also jetzt mal, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Das wird religiöses dann eben, Symbol. Ja, das wird dann da durchgewunken. Bei uns wird es gesperrt. Heißt das dann, dass dann halt automatisch keine Hakenkreuze mehr in Indien angezeigt werden können oder wie? Weil dann eben auf einer globalen Ebene diese Hashwerte ausgetauscht werden. Und hier sieht man eben genau diese Probleme, die da auf uns zukommen, dass hier eben die Gefahr des Overblocking entsteht, also dass eben Inhalte gelöscht werden, die überhaupt nicht rechtswidrig sind, die völlig in Ordnung sind eben mit unserer Rechtslage. Und das ist eigentlich das Kernproblem, was wir mit diesem Gesetz haben. Natürlich wollen wir gegen terroristische Inhalte im Netz vorgehen. Natürlich wollen wir auch keine Aufrufe zum Mord und Totschlag oder Ähnlichen. Mhm. Aber wir haben auch auf der anderen Seite einen sehr gut funktionierenden Rechtsstaat. Also man hat das jetzt zum Beispiel gesehen bei Peter Tauber, Generalsekretär der CSU. Der hatte ja damals vor ungefähr einem Jahr diesen riesengroßen Skandal mit Mobbing-Affäre, wo er eine Mitarbeiterin gemobbt hat. Ja. Daraufhin hat jemand ihm auf Facebook geschrieben, dass er ihn töten will. Ja. Was ist rausgekommen? Ein Jahr später gibt es ein Gerichtsurteil. Der Typ ist jetzt verurteilt und muss eine Strafe von 2000 Euro bezahlen. Mhm. Also wir sehen, solche Fälle kommen auch vor Gericht. Die Leute werden verurteilt und das ist eigentlich auch der richtige Weg. Das Problem ist, dass das jetzt ein Jahr gedauert hat.
ja, weil eben unser Rechtssystem einfach ein Stück weit zu langsam ist. Hier müssen wir investieren, hier müssen wir aufstocken, dass solche Leute auch schnell verurteilt werden, weil dann merken sie eben auch bei so einer Strafe, dass das jetzt auch keine besonders clevere Idee ist, sowas zu posten. Wenn jetzt dieser Post einfach nur gelöscht wird, dann regen sie sich auf, das dürfen wir gar nicht mehr sagen, sonst irgendwas. Radikalisieren sich vielleicht noch mehr. Radikalisieren sich im Zweifel sogar noch mehr und posten das dann einfach das Gleiche nochmal ein bisschen abgewandelt und dann sind sie nämlich nicht in dieser Tabelle drin. Also das ist völliger Quatsch, der da auf den Weg gebracht wird, der dazu führt, dass wir Einschnitte bei der Meinungsfreiheit gegebenenfalls hinnehmen müssen. Und auf der gleichen Seite bekämpft man eben das eigentliche Problem nicht, dass wir eben nach wie vor dann solchen Blödsinn im Netz stehen haben. Auf lange Sicht sagt ihr also, wenn das Internet in Glasfaser-Speed durch die Republik jagt, dann muss auch... Das sind wir aber auch nicht so. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn das Internet schneller wird, dann muss auch, die Staatsanwaltschaft schneller werden und besser besetzt und unter Umständen auch eine 24-Stunden-Stelle einrichten. Das wären gute Maßnahmen, die ich auch nachvollziehen kann für die nähere Zukunft und das Problem von terroristischen Inhalten im Netz und von Uploads, die schon getätigt worden sind. Jetzt fragt man sich aber, was macht man jetzt gegen die Leute, die sich jetzt in New York zusammentun und versuchen, das Ding eben doch wieder groß zu machen und das Ding auf internationale Ebene zu heben. Das EU-Internet-Forum, gibt es da noch Möglichkeiten, sich über Abgeordnete zum Beispiel in die Diskussion einzubringen? Wahrscheinlich eher nicht, ist schon zu spät. Die sind ja jetzt gerade dabei in New York City. Naja, die bringen das jetzt diesen Vorschlag ein. Das Problem ist ja, wir haben ja zum Beispiel jetzt in Deutschland eben dieses NetzDG. Wir haben das ja schon mehrmals thematisiert. Jetzt kommt eine neue Regierung. Die FDP war ja einer der großen erklärten Gegner dieses NetzDG. Jetzt ist natürlich unsere Erwartungshaltung, dass dieses Gesetz hier wieder zurückgenommen wird und dass sich hier dann eben auch möglicherweise durch eine neue Regierung dann neue Positionierungen einstellt. Und natürlich auf europäischer Ebene ist jetzt auch noch nicht das letzte Lied gesungen. Ja, also das ist ja jetzt erstmal ein Vorstoß von einigen Staaten. Du hast die genannt, Frankreich, Großbritannien. Deutschland ist ja schon sozusagen Vorreiter mit dem Gesetz. Ja. Das heißt, es gibt auch noch auf EU-Ebene überhaupt keine Mehrheit für ein solches entsprechendes Vorgehen. Das sind jetzt einzelne Mitgliedstaaten, die voranbrechen. Also auf jeden Fall gibt es jetzt hier eben noch die Möglichkeit zu lobbyieren, sich dafür einzusetzen, dass hier eben die Meinungsfreiheit geschützt wird. Und natürlich sollte man da auch seine EU-Abgeordneten kontaktieren. Die sind im Zweifel auch diejenigen, die dann eben gegen sowas intervenieren können oder die halt eben, falls die EU zum Beispiel, diese Diskussion gibt es ja auch, sowas wie ein europäisches NetzDG auf den Weg bringen sollte, dann hier eben sich für die Meinungsfreiheit einsetzen und vor allen Dingen gegen solchen Quatsch wie diese starren Fristen lobbyieren und vor allen Dingen eben auch, also das Problem ist ja auch zum Beispiel in Deutschland, diese Androhung der Strafen, also 50 Millionen Euro werden da eben als Strafe in den Raum gestellt, wenn diese Inhalte nicht gelöscht werden. Gleichzeitig gibt es aber zum Beispiel keine Strafe, wenn eben Inhalte gelöscht werden, die nicht rechtswidrig sind. Ja, und das ist natürlich das ist ein Paradox, was eben schlichtweg dazu führen wird, dass einfach im Zweifel mehr Inhalte gelöscht werden. Hier gibt es also großen Nachbesserungsbedarf und wenn natürlich auf europäischer Ebene jetzt dieser Diskussionsprozess erstmal angestoßen wird, ist noch genug Zeit, auch das hoffentlich entsprechend ausreichend zu diskutieren. Dass Löschen und Sperren quasi keine richtigen Moves sind für eine freiheitliche Gesellschaft, liegt irgendwie schon bei den, wenn man die Vokabeln ausspricht, auf der Hand. Das heißt, das ist für uns nicht gut. Und man muss ja auch mal bedenken, dass auch die Aufarbeitung von terroristischen Ideen beziehungsweise auch das Arbeiten mit Leuten, die solche Ideen formulieren, das wird ja auch viel einfacher, wenn man das nicht einfach sperrt und löscht, sondern wenn man guckt, was steckt denn da dahinter und so. Aber das ist ja die Diskussion, die Das Erkennen von Netzwerken ist sicherlich vereinfacht in sozialen Netzwerken bei solchen Leuten. Ja, klar. Gut, dann hätten wir auch hierüber mal wieder gesprochen. Vielen Dank dafür, Alexander Sander. Wer noch mehr zum Thema nachlesen möchte, kann das auch tun auf digitalegesellschaft.de. Wir halten am Schluss aber nochmal fest, löschen und sperren können nicht die einzigen Maßnahmen sein. Im Gegenteil, sie führen unter Umständen zu einer eben nicht informationsfreien Gesellschaft. Und das ist ja was wir eigentlich anstreben sollten. Eine Gesellschaft, die freiheitlich denken und sich informieren kann. Und das Wichtige eben diese privatisierte Rechtsdurchsetzung. Ja. Wir haben einen Rechtsstaat und da sollten nicht Unternehmen Entscheidungen darüber treffen, was Recht und Unrecht ist. Ich habe Mark Zuckerberg angerufen, ich will mich scheiden lassen. Der soll das für mich regeln. Danke, Alexander. Tschüssi. Gerne, ciao. Flux FM in digitaler Gesellschaft.